Da gibt es ja das nette Lied, schick die doch selber deiner Freundin in ein Packerl. Glaub mir, die Kleine wird sich freuen. Tja, machen wir so ein Packerl. Ich habe wieder ein quadratisches Papier vor mir. Und das kommt vom Zuschneiden. Ich habe da schon eine Faltung, zack. Einmal diagonal gefaltet. Das mache ich jetzt mit der anderen Ecke wieder. Das ist etwas, das können wir inzwischen schon altbekannt scharf niederquetschen. Aber jetzt machen wir wieder was anderes. Jetzt nehmen wir zwei Ecken, nämlich einmal die da. Falten sie da rein. Und einmal die gegenüberliegende und falten sie da rein. Passt, dann haben wir das Gebilde da. Und die schmalen Seiten falte jetzt noch einmal zur Mitte da rein. Und auch da falte ich auf der anderen Seite das nochmal zur Mitte hinein. Ja, schaut gut aus. Jetzt kommt der Schmäh, dass ich sage, ich falte das einmal so zusammen und schon sind die Spitzen da übereinander und das schaut da bei mir heraus. Gerade sollten sie sein. So. Das passt und das passt. Und wenn ich mir das jetzt da nehme und das andere auch, seht ihr schon, ich mache das mit ein bisschen Gewalt. Dann kann ich das da so fast 45 Grad ausfalten. Gewinkelt, he? So schaut das aus. Ich mache jetzt auf der Rückseite auch nochmal. Ich greife da rein, hole die Laschen raus und schon habe ich es da hinausgefaltet. Ja, dann ziehe ich da schon diese Faltung, das nutze ich gleich aus, klappt das zur Mitte und dann habe ich da noch so ein Spitzel, das falte ich auch zur Mitte. Einmal umgedreht, rechts zur Mitte, links zur Mitte und das Zipfel, was da unten hängt, das kommt auch noch zur Mitte. Und jetzt habe ich da eben etwas, was sich dicker anfühlt und die einzelnen, was sich da dünner anfühlen, die fällt jetzt auch gleich da runter und drehe das wieder um. Runter. Von mir aus schaut es aus, als ob es aufgefällt. So, jetzt habe ich das zusammengefaltet. Und wenn ich das jetzt da und diesen letzten beiden Laschen da so nehme, dann macht es jetzt gleich plopp. Packerl ist fertig. Viel Spaß!